Ich möchte heute mal einen persönlichen Eindruck schildern, der für mich ein wenig auch dafür steht, was in diesem Land schief geht. Und ich weiß, das ist nicht unbedingt repräsentativ und das ist jetzt ein sehr subjektiver Ausschnitt aus persönlichen Erfahrungen, aber ich denke, das, was in einem gewissen Umfeld passiert, das kann man schon auch ein wenig hochrechnen. Also was man an konkreten Erlebnissen hat, das hat man selten von der Art her nur für sich alleine, sondern das ist dann etwas, was es in der Zeit öfters gibt. Meine Tochter geht auf ein katholisches Mädchengymnasium in Bayern. Das Gymnasium hat einen musischen Schwerpunkt und sie spielt dort in einer Bläserklasse. Sie war, bis sie auf diese Schule kam, eher unmusikalisch und sie hatte sich eigentlich auch für den naturwissenschaftlichen Zweig dort beworben, aber der kam so nicht zustande, beziehungsweise sie ist einfach, einige sagen, aufgrund eines Computerfehlers oder warum auch immer, in eine Bläserklasse gekommen und sie hat sich dort sehr gut eingefunden. Sie möchte da ja auch gar nicht mehr weg. Das funktioniert für sie sehr gut und sie hat sich auch in dieses Instrument verliebt. Sie hat in den letzten 2 Jahren sehr viel gelernt. Und ich finde, dass grundsätzlich das Niveau an dieser Schule recht hoch ist und recht gut ist. Jetzt gab es einen bayerischen, oberbayerischen, ich weiß es gar nicht wie weit, Bläserwettbewerb für Schulklassen. Und da haben verschiedene Schularten und verschiedene Jahrgangsstufen mitgemacht, 5. und 6. Klasse eben auch von unserer Schule und auch andere Schulen. Und das ist ja eigentlich ein tolles Ereignis und da hat man sich schon vor langer Zeit 3 Stücke für rausgesucht. Die haben die Kinder sehr intensiv gelernt. Also wir kennen sie auch schon sehr gut auswendig, zumindest den Part, den die Trompete, also das ist das Instrument unserer Tochter, spielt. Und ja, die Kinder haben mit sehr viel Elan an diesem Wettbewerb teilgenommen. Die Schule hatte auch schon öfters an diesem Wettbewerb teilgenommen und hat meistens vordere Plätze belegt, weil es einfach eine qualitativ hohe, ja, Leistungsstufe ist, die dort erbracht wird und weil dieser musische Schwerpunkt in der Schule auch sehr wichtig ist. Nun ja, auf jeden Fall sind sie da ganz guter Dinge hingegangen und haben auch meines Erachtens eine sehr gute Leistung vorgelegt. Ich möchte jetzt auch gar nicht da Vergleiche mit anderen anziehen, aber so ein paar Sachen sind mir aufgefallen. Und zwar hat er in den 5. Klassen das Stück, was die 5. Klasse geübt hatte, muss man auch wissen, 5. Klasse haben dann ja erst ein knappes Jahr überhaupt Unterricht. Das sind dann etwas einfachere Fächer. Und da hat von unserer Schule die Klasse ein Stück eingebracht, das auch eine 6. Klasse einer anderen Schule gebracht hat. Und da habe ich jetzt keinen Unterschied gehört. Aber grundsätzlich geht es mir eher um die eigenen Leistungen, die ich sehr gut finde. Die 6. Klasse hat zum Beispiel gezeigt, dass sie, was bei Bläsern gar nicht so einfach ist, in verschiedenen Lautstärken spielen kann. Sie haben meines Erachtens ziemlich fehlerfrei komplizierte Stücke gespielt. Stimmung war gut und es hat eigentlich alles super funktioniert. Ja, warum erzähle ich das Ganze? Kinder haben sich sehr darauf gefreut. Sie sind auf einer traditionellen Schule, Mädchenschule. Der Lehrer hat angeregt, dass sich jeder ein Dirndl besorgen sollte. Nun kommen wir jetzt nicht direkt von hier, aber meine Mutter hat ein von einer Schneiderin angefertigtes Dirndl aus ihrer Jugend meiner Tochter auch vererbt sozusagen, was ihr sehr gut steht. Und das Ganze hat einen sehr klassischen Eindruck gemacht, was sehr gut zur Blasmusik passt. Aber ich erzähle das so ein bisschen, um einfach zu sagen, das ist so das Flair. Diese Schule ist eine traditionelle Schule, eine katholische Schule, eine monoedukative Schule. Und sie kam natürlich auch in Tracht, insofern auch traditionell zu diesem Bläserwettbewerb, was man denkt, dass das in Bayern auch ganz normal sein könnte. Ja, und wie gesagt, nach der Darbietung gab es dann eine Ehrung für alle. Und da haben beide Klassen dieser Schule den jeweils letzten Platz ihrer Jahrgangsstufe erreicht. Das heißt, von 9 5. Klassen hat die Schule den 9. Platz bekommen und von 11 6. Klassen hat
diese Schule den 11. Platz bekommen. Und das ohne irgendwelche für mich irgendwie nachvollziehbaren fachlichen Begründungen. Also man kann ja immer darüber streiten, ob es für einen der ersten drei Plätze reicht oder wie. Und da will ich jetzt mich auch gar nicht festlegen. Aber dass beide auf dem letzten Platz waren, bei dem Engagement, bei der Qualität, das ist für mich nicht erklärbar. Zudem, was noch wichtiger ist, ist nicht erklärbar, dass bei der Siegerehrung am Schluss schon im Vorfeld mehrfach so darauf hingewiesen worden, für die, die da hingehört hatten, welche Schule den letzten Platz bekommt. Und es wurden auch Urkunden an alle Schulen ausgeteilt. Es wurde extra auch gesagt, ja, auch die schlechtesten oder auch die letzten Plätze, nämlich die so und so Schule quasi, ne, konnte man dann zumindest raus erkennen, bekommt eine Urkunde. Na toll. Das heißt, man hat die Leute aufgerufen und hat ihnen gesagt, hier, ihr habt den 11. Platz. Und das hat man relativ am Anfang schon gemacht. Und das ist so eine Art Bloßstellung, die letztlich dann auch meines Erachtens im Umfeld von Sechstklässlern, 10 Jahre, 11 Jahre, 12 Jahre, ja, 11, 12 Jahre rum, sich einfach nicht gehört. Da kann man dann einfach sagen, und zwar ganz unabhängig auch von den Leuten, die da einen 10., einen 9. Platz oder was gemacht haben. Es reicht vollkommen, wenn man sagt, den 4. Platz von mir aus noch, den 3., 2., 1. Platz, die werden öffentlich entsprechend geehrt und die anderen muss man nicht ins Rampenlicht stellen. Insgesamt, das ist mein Eindruck, hat diese Veranstaltung nicht die Qualität der Stücke bewertet, sondern eine grundsätzliche Einstellung zur Schule. Entweder hat man sich, ich sage das jetzt mal fantasiemäßig, aus einer Woken-Perspektive, man weiß ja, wie moderne Künstler auch oft meinen, dass etwas modern vorgetragen gehört, gegen diesen traditionellen Ansatz gewehrt, oder man hat etwas gegen die Schule konkret gehabt, oder irgend sowas in dieser Art. Auf die Leistung bezogen ist diese Bewertung ganz sicher nicht gewesen. Ich wüsste schon ganz gerne, das müsste man mir mal sagen, wer genau warum wie abgestimmt hat. Das ist überhaupt nicht transparent, was da jetzt die Kriterien für diese Abstufung war, weil nämlich mit einem ähnlichen Niveau, mit demselben Lehrer, Klassen noch vor ein paar Jahren eben die obersten Ränge dort ja, besetzt hatten. Wie auch immer das Ganze transparent so zustande gekommen ist. Was man meines Erachtens an dieser ganzen Situation nicht unterschätzen darf, ist, wir sind in einer Zeit, wo alle immer darüber reden, dass man viel für den Bildungsstandort tun sollte, dass man Menschen zur Schule motivieren sollte, dass man Schüler fördern sollte. Und dann ganz konkret, wo sich Schüler über viele Wochen extra ins Zeug legen und auch so etwas persönlich dann vorbereiten und wo sie mit viel Erwartungen und eben auch mit einer entsprechenden Qualität dorthin gehen, da erleben sie dann etwas, was bei vielen natürlich auch zu einer Entmutigung führen wird. Und ich möchte nicht sagen, dass ich grundsätzlich dagegen bin, dass man sich untereinander bewertet. Das kann schon anstacheln. Aber wenn eine Bewertung da ist, muss ich auch erkennen können, warum eine Bewertung schlechter ist oder besser ist. Das muss ein Qualitätsurteil sein. Und wenn alleine schon der Verdacht auskommt, und den habe ich jetzt in breiter Ebene gehört, dass es gar nicht um die Qualität ging, sondern um Ressentiments der Schule gegenüber oder grundsätzlich diesem Auftritt gegenüber, aber nicht in Bezug auf die Leistung, die die Kinder vollbracht haben, dann ist das schon sehr, sehr beschämend für einen Bildungsstandort, an dem eigentlich auch Leistung bewertet werden sollte. Und so wird man Menschen heranziehen, die sagen, ja, auf Leistung kommt es nicht an. Ich muss halt woke auftreten, beispielsweise, dass Frauen auch mit Schlips oder Fliege auftreten oder so etwas, dass ich genderneutral daherkomme, dass ich nicht im Dirndl auftreten darf. Vielleicht, man weiß es ja nicht, aber vielleicht ist ja auch das ein Aspekt. Und dann wird man halt sagen, ja gut, Leistung interessiert nicht. Wer etwas besser macht als andere ist eh suspekt, weil er ja nicht mehr
genauso gleich ist wie ein anderer. Der gilt ja dann als arrogant, weil er mehr kann oder so. Vielleicht wird auch dann jemand abgewertet, wenn man sowieso sagt, ja, da stand der Leistungsgedanke im Vordergrund. Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen ist es halt eine für mich und für die Kinder schon auch entmutigende Veranstaltung. Und natürlich, die Kinder kann man dann auch wieder darüber hinwegtrösten. Und da gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, dann mit den Kindern mit so etwas umzugehen. Aber ich kann zu ihnen nicht sagen, hättest du dich mehr angestrengt oder hättest du eine bessere Leistung verbracht oder so etwas. Oder schau mal, das haben die anderen da und dort besser gemacht. Das sind alles Möglichkeiten, die man nicht hat. Man kann nur sagen, ihr habt euer Bestes gegeben. Es war auch ganz sichtbar objektiv besser als vieles, was die Konkurrenten dargestellt haben in musikalischer Hinsicht. Aber die Welt heute tickt so, dass Qualität nicht bewertet wird, sondern dass Sekundärtugenden bewertet werden. Das ist etwas, was die Kinder lernen. Und das ist das, was man daraus mitnimmt und was auch letzten Endes dazu führt, dass man sich staatlich gar nicht bewerten lassen möchte. Dass Menschen dann auch sagen, okay, ich mache mich irgendwann selbstständig, ohne Schulabschluss oder wie auch immer. Es interessiert mich überhaupt gar nicht mehr, ob jemand ein Abitur hat, irgendein Bachelor oder ein Master oder gar ein Doktor oder sonst etwas. Dass man sagt, je höher jemand in einem System einen Abschluss macht, umso mehr ist er dann wahrscheinlich auch auf Linie, umso mehr muss er dann auch entsprechenden Sekundärtugenden genügen. Und es hat dann wahrscheinlich immer weniger mit tatsächlicher Qualität zu tun. Und das ist sehr schade. Das ist etwas, wohin wir uns sehr stark bewegen. Und das habe ich jetzt an diesem Ereignis beispielhaft meines Erachtens nochmal aufzeigen wollen. Weiß nicht, ich will mich nicht verrennen. Man sagt immer, seine Kinder sind die Besten und so. Ich bin durchaus kritisch, auch was die Leistung, eben meine eigene Leistung oder die meiner Kinder eben so angeht. Aber in diesem Fall mag man mir vertrauen oder nicht. Ich kann auch Tonausschnitte, falls es jemanden interessiert. Ich habe die Mitschnitte da. Ja, wie auch immer. Ich finde, das ist insgesamt ein Armutszeugnis für unseren Bildungsstandort. Das wollte ich nochmal rüberbringen. Und ja, damit belasse ich es dann auch erst einmal und wünsche allen eine angenehme Woche. Nisi nisi donen, nisi divi caveri do, mi divi caveri do.